Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen, Drucksache 19/6527 neu zu 19/5412. Berichterstatter Herr Abg. Frömmrich, Sie haben das Wort zur Berichterstattung. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, DIE LINKE und FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/6502 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Zu Wort gemeldet hat sich als Erstes Herr Kollege Bauer für die Fraktion der CDU. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute in zweiter Lesung einen überarbeiteten Gesetzentwurf, der ein stabiles Fundament für Hessens Sicherheitsarchitektur legt. Die Neuregelungen betreffen unseren Nachrichtendienst und unsere Polizei. Es geht dabei um neue Befugnisse, um die Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung und auch um klar definierte rechtsstaatliche Grenzen. Wir haben in dem Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes einen modernen Rechtsrahmen erarbeitet, der eine klare Definition der Befugnisse und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden zum Inhalt hat. In dem jetzt eigenständigen Verfassungsschutzkontrollgesetz schaffen wir mehr Transparenz, bessere Kontrolle und eine parlamentarische Berichterstattung. Und mit den Änderungen im Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung ermöglichen wir wichtige Änderungen im Polizeirecht. Alle Änderungen in diesen drei Gesetzesbereichen haben ein gemeinsames Ziel. Wir stärken die Sicherheitsbehörden in Hessen. Meine Damen und Herren, wer den Sicherheitsorganen die Aufgaben überträgt, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und abzuwehren und begangene Straftaten aufzuklären, die Täter zu identifizieren und wenn möglich zu überführen, der muss ja auch die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Und dazu zählen personelle Ressourcen, technische, aber eben auch rechtliche Rahmenbedingungen. Und deshalb schaffen wir bei der Neuausrichtung des Verfassungsschutzes diese wichtigen rechtlichen Rahmenbedingungen durch eine Neugliederung des Gesetzes mit einer klaren, übersichtlichen Struktur. Wir unterstreichen auch mit der Formulierung eines Leitbildes, dass der Verfassungsschutz eine dienende Schutzfunktion für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat und weisen ihm ausdrücklich einen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu. Mit der Normierung des Präventionsauftrages unterstreichen wir die Wichtigkeit präventiven Handelns. Das Gesetz definiert klar die Strukturen und Befugnisse nach Art und Schwere. Und damit schaffen wir auch Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger und erleichtern die Rechtsanwendung für das Landesamt selbst. Neben den technischen Überwachungsmitteln wird auch die Arbeit der verdeckten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vertrauensleute in dem vorliegenden Gesetzentwurf neu geregelt. Es wird hierbei die vom Bundesgesetzgeber bereits normierten Grenzen für den Einsatz weitgehend wortgleich übernommen. Mit der Neustrukturierung der Vorschriften zur Speicherung und Löschung von Erkenntnissen unterstreichen wir auch die Notwendigkeit datenschutzrechtlicher Sensibilität des Nachrichtendienstes. Das Gesetz beinhaltet auch eine Anpassung der Übermittlungsvorschriften an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und das Gesetz beinhaltet auch eine Straffung und Strukturierung der Übermittlungsvorschriften, was die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden bundesweit verbessert. Auch hier wird sich eng an die Regelung des Bundes orientiert. Und schließlich unterstreicht die Regelung über die parlamentarische Kontrolle in einem eigenen Gesetz die besondere Bedeutung des Parlaments. Das alles zeigt, meine Damen und Herren, es ist ein gutes Gesetz. Ja, wir machen Hessen sicherer, und wir geben die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen. Meine Damen und Herren, wir stärken die innere Sicherheit mit mehr Personal, materiell. Wir organisatorisch stärken das Amt für Verfassungsschutz. Wir haben die Neuausrichtung bereits eingeleitet. Seit 2012 wird eine Projektgruppe hier tätig und hat Optimierungsvorschläge unterbreitet, die auch umgesetzt wurden. Und wir investieren in die Sicherheit durch einen neuen rechtlichen Rahmen.
Konkret geht es bei der Änderung jetzt um die sogenannte Quellen- und Telekommunikationsüberwachung und auch um die Online-Durchsuchung. Dafür soll jetzt die Polizei ermächtigt werden. Das ist wohl die wichtigste Änderung unseres Änderungsantrages, die sogenannte Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Sie sollen nicht mehr, wie ursprünglich geplant, im Verfassungsschutzgesetz verankert werden, stattdessen im Hessischen Polizeigesetz. Das ist, so finde ich, ein guter Kompromiss im Sinne der Sicherheit. Und damit allen noch einmal klar wird, das Ganze kann nur passieren durch den sogenannten doppelten Richtervorbehalt. Das heißt, es muss eine richterliche Anordnung geben für den Einsatz der Maßnahmen und auch für die Auswertung der Maßnahmen muss ein richterlicher Beschluss vorliegen. Das schafft, denke ich, die notwendige rechtliche Sicherheit. Meine Damen und Herren, wir haben bei dieser Gelegenheit, wenn wir diese Änderungen vornehmen, auch weitere Maßnahmen, sinnvolle Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit im Polizeigesetz vorgenommen. Ich will sie nur stichpunktartig benennen. Es geht um Auskunftspflichten, die klargestellt worden sind. Es geht um die Definition einer terroristischen Straftat. Wir haben die Praxis der Zuverlässigkeitsprüfung geregelt und auch die Informationsweitergabe personenbezogener Daten. Es gibt eine redaktionelle Änderung zur Anpassung des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes. Wir klären die aktuelle Rechtslage zur Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen für Polizeibehörden und Gefahrenabwehrbehörden. Und wir regeln auch aufgrund von wichtigen Praxiserfahrungen den Einsatz der Bodycam und machen die wichtige Funktion der Pre-Recording-Aufnahme im Vorfeld von entsprechenden verbalen oder körperlichen Entgleisungen möglich. Wir definieren den Kreis geschützter Rechtsgüter. Wir schaffen eine Rechtsgrundlage für eine vernetzte und automatisierte Datenanalyse. Und wir regeln Meldeauflagen zur Verhütung von Straftaten. Darüber hinaus führen wir die elektronische Aufenthaltsüberwachung ein und erweitern das Ganze auch um die Möglichkeit eines erneuten Gewahrsams. Die Gewahrsamsdauer wird festgelegt mit einer Höchstdauer von 10 Tagen. Wir schaffen die Option zur Gefahrenvorsorge damit. Und wir regeln Maßnahmen zur entsprechenden Sachkunderegelung und Chipregistrierung auch für Hunde. Und am Ende wird auch die Tätigkeitswertung ausländischer Polizisten einheitlich geregelt. Alles sinnvolle Maßnahmen unserer Meinung, die in einem Polizeirecht, in einem modernen Polizeirecht für mehr Sicherheit in Hessen sorgen. Meine Damen und Herren, wir dürfen im virtuellen Raum nicht blind werden. Deshalb sind diese Maßnahmen wichtig. Und ich darf feststellen, dass wir bei der Arbeit des Verfassungsschutzes natürlich es mit Eingriffen in Grundrechte auch zu tun haben. Und deshalb ist im Gesetzentwurf auch eine verstärkte parlamentarische Kontrolle vorgesehen. Die Anzahl der Mitglieder und die Zusammensetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission soll zukünftig vom Landtag geregelt werden. Jedes Mitglied der PKV soll zudem ein Akteneinsichtsrecht besitzen. Wir regeln die Möglichkeit, die Größe wird vom Parlament festgelegt, habe ich ja gesagt. Wir regeln auch die Möglichkeit der Mitarbeiterbefassung. Wir haben die Berichtspflichten der Landesregierung erweitert. Und ebenso wird es eine Berichterstattung geben über die Kontrolltätigkeit des Amtes gegenüber dem Landtag. Meine Damen und Herren, in Zeiten extremer sicherheitspolitischer Herausforderungen sollten wir eigentlich alle gemeinsam die Stärkung unserer Sicherheitsorgane als Notwendigkeit erkennen. Das müsste ein Konsens sein, wenn man die Weltlage und die Lage in Deutschland und im europäischen Ausland sich vor Augen führt. Das überarbeitete Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes und zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle ist eine grundlegende Revision und Neustrukturierung und setzt einen zeitgemäßen gesetzlichen Rahmen. Und darüber hinaus stärken auch die angeführten Regelungen und Änderungen zum HSOG den normierten Handlungsspielraum für eine weiterhin erfolgreiche Polizeiarbeit. Meine Damen und Herren, wir haben mit diesen Gesetzesänderungen ein stabiles Fundament für Hessens Sicherheitsarchitektur gelegt. Wir Christdemokraten arbeiten mit voller Kraft daran, Hessen weiter stark und sicher zu machen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Als Nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Frau Abg. Faeser. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Bauer, ich bin ja überrascht, wie vermeintlich sachlich Sie hier vorgetragen haben und zu Ihrem Änderungsantrag mit zwei Sätzen gesagt haben, warum Sie von einem Gesetz ins nächste gewechselt haben. Aber ich werde das gleich noch einmal näher aufführen. Weil dieses Gesetzgebungsverfahren ist einmalig. Ich habe das in 15 Jahren noch nicht erlebt.
Also nicht nur, dass die ganze Geschichte bereits 2014 anfing, als dieser Innenminister uns einen Gesetzentwurf zum Verfassungsschutz vorstellte in der Öffentlichkeit gemeinsam mit CDU und Grünen. Dieser Entwurf hat niemals das Licht des Landtages erblickt, bis heute nicht. Und dann jahrelang nichts passiert ist und im Oktober 2017 dann plötzlich ein Entwurf kam, den wir im November dann hier beraten haben. Und man muss sagen, danach wurde es ja ganz spannend. Wir haben hier sehr umfangreiche Kritik an dem Gesetzentwurf, den Sie uns im November vorgelegt haben, vorgetragen. Und wie ich sehe, sind Sie der Kritik dann doch noch gefolgt heute. Auch das werde ich gleich noch einmal sagen. Es gab im Februar eine Anhörung dieses Jahres, die sehr vernichtend war. Hauptkritik waren die weitgehenden Befugnisse, die der Verfassungsschutz durch die Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ erhalten sollte. Ich erinnere an die letzte Debatte, die wir dazu hier im hessischen Plenum hatten, Herr Innenminister. Da wurde ich von Ihnen hier beschimpft, von diesem Pult, dass unser Änderungsantrag zum Verfassungsschutzgesetz, dass man die Online-Durchsuchung nicht einfach streichen könnte. Doch kann man und tun Sie heute. Ich hoffe, dass Sie das auch heute klarstellen, dass man das selbstverständlich kann, die Online-Durchsuchung zurückzunehmen. Aber die Geschichte ist schon sehr spannend. Sie geht nämlich weiter. Sie hat auch etwas mit einer Landesdelegiertenkonferenz der GRÜNEN zu tun, die nämlich eine gewisse Dynamik in die ganze Gesetzgebung gegeben hat. Nämlich die Landesmitgliederversammlung, Herr Bocklet, hat nämlich beschlossen, dass es eine Online-Durchsuchung im Verfassungsschutz nicht geben soll. Und da gab es offenbar den ersten großen Konflikt zwischen CDU und GRÜNEN. Es passierte dann monatelang wieder nichts. Dann gab es am 25.05. freitags nachmittags, nachdem wir hier eine Woche lang zusammengesessen haben im Plenum, wieder einen Presseauftritt von CDU und GRÜNEN, wo verkündet wurde, dass man jetzt auf die Online-Durchsuchung plötzlich verzichten wolle. Ja, zufällig eine Woche vor der nächsten Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN. Da hatten sich offensichtlich die GRÜNEN durchgesetzt, Herr Innenminister. Das können Sie ja nachher noch einmal sagen, warum Sie jetzt von Ihrer Meinung abrücken und den GRÜNEN an der Stelle folgen, was ich in der Sache richtig finde. Aber interessant ist es schon. Aber was gab es wieder nicht? Kein Änderungsantrag, es gab nur diese Presseverlautbarung. Dann, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, anderthalb Wochen nach diesem Pressestatement von CDU und GRÜNEN gab es dann am 5.6. einen Änderungsantrag von Schwarz-Grün, 45 Seiten, der am 7.6., zwei Tage später, eigentlich nur einen Tag später, weil es abends geschickt wurde, im Innenausschuss ernsthaft beraten werden sollte. Also, meine Damen und Herren, das ist wirklich der Gipfel eines vermurksten Verfahrens, wie ich ihn in Hessen noch nie erlebt habe. Aber jetzt kommt es ja. Was regeln Sie in Ihrem Änderungsantrag? Sie regeln jetzt mit Ihrem Änderungsantrag zum Hessischen Verfassungsschutzgesetz maßgebliche Änderungen im Hessischen Gesetz für Sicherheit und Ordnung. Und, meine Damen und Herren, das alleine hätte einer erneuten Anhörung bedurft. Sie können nicht einfach die Regelung. Sie können das nicht einfach alles miteinander vermengen. Und deswegen haben FDP und wir auch gemeinsam eine erneute schriftliche und mündliche Anhörung dieser Änderung beantragt, weil die Betroffenen von diesem Gesetz das Recht haben, meine Damen und Herren, hier auch gehört zu finden vor diesem Parlament. Und ich will Ihnen sagen, das ist der Tiefpunkt des Parlamentarismus in Hessen, meine Damen und Herren, dass Sie dieses Gehör nicht einräumen. Und die Begründung im Ausschuss, warum Sie das nicht tun, erneut anzuhören, sind echt putzig. Und die wird der Kollege Frömmrich gleich von den GRÜNEN noch einmal vortragen. Ich kann da noch einmal darauf zurückkommen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er wisse gar nicht, was ich wolle. In Rheinland-Pfalz gäbe es das doch auch im Polizeigesetz einer Regelung zur Online-Durchsuchung. Ja, Herr Frömmrich. Und das mag auch in der Sache berechtigt sein.
Aber man muss doch mit den Leuten, die das umsetzen, muss doch denen die Gelegenheit geben, dazu gehört zu werden, Herr Frömmrich. Wo sind wir denn hier? Seit wann hebeln Sie denn den Parlamentarismus hier aus? Seit wann? Wir reden hier über nichts Geringeres als starke Grundrechtseingriffe im Hessischen Polizeigesetz, und Sie verzichten mal ebenso auf die Anhörung, meine Damen und Herren. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, dass selbst die, die solche Regelungen befürworten, dazu gehören wir ja durchaus auch, wollen. Ja, aber was ändert das denn daran? Was ändert das daran, Herr Kollege Wagner? Das rechtfertigt also demnächst, dass wir hier darauf verzichten, die Betroffenen, die Dinge umzusetzen haben, demnächst zu hören? Oder was ist das neue parlamentarische Verfahren, Herr Wagner? Und jetzt komme ich zu etwas, Herr Wagner, und da müssen Sie jetzt leider durch. Soll ich Ihnen wirklich noch einmal hier historisch erläutern, warum man Regelungen im Verfassungsschutzgesetz nicht einfach mal so mit den Regelungen im Polizeigesetz vertauschen sollte? Soll ich Ihnen das wirklich noch einmal sagen, dass auf der Grundlage des Bundesverfassungsschutzgesetzes aus dem Jahr 1950 auf Bundesebene mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz ein zentraler Inlandsnachrichtendienst geschaffen wurde, der gerade keine exekutiven polizeilichen Befugnissen hatte? Desgleichen wurden die Landesämter für Verfassungsschutz eingerechnet, die ebenfalls keine polizeilichen Befugnisse innehatte, was mit unserer furchtbaren Historie der Nazizeit zu tun hat. Und damit waren erstmals in der deutschen Geschichte die Verfassungsschutzbehörden vollständig von den Polizeibehörden getrennt. Dieser Trennungsgrundsatz ist ein ganz entscheidender. Der Verfassungsschutz arbeitet. Der Verfassungsschutz arbeitet im Wesentlichen vor Entstehung einer Straftat im Vorfeld einer konkreten Gefahr. Das ist bei der Polizei anders. Und genau deshalb wäre hier eine Anhörung zwingend erforderlich gewesen, meine Damen und Herren. Zwingend. Und ich will einen weiteren Punkt aufgreifen, den Sie einfach in Ihren Änderungen in § 71a HSOG plötzlich neu einführen. Jetzt werden sich die Zuhörer wundern. Es geht nämlich völlig um einen völlig neuen Sachverhalt. Es geht darum, dass Sie plötzlich die Möglichkeit für Sachkundeprüfung bei der Hundeführung und eine elektronisch lesbare Kennzeichnung und Registrierung von Hunden einführen. Also, meine Damen und Herren, was fällt Ihnen denn noch ein in der Novellierung zum Verfassungsschutz in diesem Bundesland? Und ich stelle mal die Frage, die in einem Parlament sicher angemessen ist. Vielleicht wären dort die Kommunen zu hören gewesen. Ich halte diesen Sachverhalt nämlich für konnexitätsrelevant. Wer soll denn die Überprüfung der Sachkunde bei Hundeführern durchführen? Wer soll denn das überprüfen, Herr Kollege Bauer? Und auch das mauscheln Sie in diese Gesetzesänderung rein. Was ist denn das für ein parlamentarisches Verfahren? Meine Damen und Herren, zum Ende will ich Ihnen noch einmal sagen, im Verfassungsschutzgesetz ist immer noch die elektronische Wohnraumüberwachung drin, wo Sie bis heute nicht beantwortet haben, warum Sie das eigentlich einführen wollen als Instrumentarien. Und vielleicht kann der Innenminister etwas dazu sagen, welche Fälle das betrifft. Und nach wie vor gibt es keine echte Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle, so wie wir sie gefordert haben. Wie Sie mit unserem Gesetzentwurf, wir haben nämlich einen umfangreichen Änderungsvorschlag zum Verfassungsschutzgesetz vorgelegt, ebenso wie die FDP zu den Rechten der Parlamentarischen Kontrollkommission. Wir fordern Sie auf, unserem Änderungsantrag dort zu folgen und echte Verstärkung von parlamentarischer Kontrolle beim Verfassungsschutz vorzunehmen. Kommen Sie zum Ende, Frau Faeser.
Präsident, ich komme zum Schluss. Ich kann Sie nur auffordern, nicht nur unserem Änderungsantrag zu folgen, sondern auch die umfangreichen Änderungen, die Sie in dem Hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz vornehmen, einer erneuten Anhörung vorzuführen. Da ich eine gewisse Vermutung habe, dass Sie das nicht vorhaben, werde ich hiermit die dritte Lesung beantragen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Faeser. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Herrn Frömmrich das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dann haben wir ihn gerade hier erlebt. Bei der SPD geht es noch nicht einmal mehr um Inhalte, sondern nur noch um Klamauk in diesem Haus. Das wollen wir doch einmal am Anfang dieser Debatte feststellen. Kein einziges Wort zu wichtigen Eingriffsbefugnissen, kein einziges Wort zu dem, was hier war, sondern reine Kritik am Verfahren und rein sich daran aufgehangen, das eine, wo das eine rein oder das andere rausgekommen ist. Und dann auch noch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Absurdität der Sache ist, dass wir ja im Prinzip nach der Anhörung das machen, was SPD gefordert hat. Und das wird dann auch noch von der gleichen SPD kritisiert, dass wir das jetzt machen. An Absurdität ist das nicht mehr zu überbieten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach einer intensiven Anhörung und Auswertung der Anhörung zum Verfassungsschutzgesetz haben wir, wie ich meine, eine gute Lösung für die in der Anhörung angesprochenen Kritikpunkte gefunden. Von vielen Anzuhörenden, von der Opposition, aber auch von Mitgliedern meiner eigenen Partei ist kritisiert worden, dass die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung überhaupt als Eingriffsbefugnis im Verfassungsschutzgesetz normiert wurde. Wir haben uns nach intensiver Diskussion dazu entschieden, diese beiden Maßnahmen aus dem Gesetzentwurf für den Verfassungsschutz zu streichen und stattdessen diese Maßnahmen im Hessischen Polizeigesetz zu verankern. Das entsprach auch vielen Vorschlägen von Anzuhörenden. Bei der Ausgestaltung der Quellen-TKÜ und der Online-Durchsuchung, liebe Kolleginnen und Kollegen, lehnen wir uns eng an die rechtlichen Regelungen in Rheinland-Pfalz an. Bei der Polizei bleiben diese Maßnahmen der Verhinderung schwerer Straftaten gegen Leib, Leben, Freiheit vorbehalten oder solcher Taten, die den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen bedrohen. Diese Maßnahmen werden also an sehr hohe materiell-rechtliche Hürden geknüpft. Außerdem haben wir die entsprechenden Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts detailliert, organisatorisch und verfahrensrechtlich eingebaut. Die Grundsicherung ist hier vorgesehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dazu gibt es noch einen Richtervorbehalt. Schon bei der Anhörung, bei der Anordnung der Maßnahmen bedarf es einer richterlichen Anordnung. Aber nicht nur das, auch bei der Auswertung der gewonnenen Daten wird noch einmal von einem Richter geprüft, ob der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung betroffen ist. Wenn das der Fall ist, dürfen die gewonnenen Erkenntnisse nicht verwendet werden, und die Daten müssen auf Anordnung des Richters unverzüglich gelöscht werden. Was ist daran zu kritisieren, Frau Kollegin Faeser? Was ist daran zu kritisieren, liebe Frau Kollegin Faeser? Und ich will einmal sagen, wie Sie mit den Anzuhörenden umgegangen sind, von denen Sie gerade sagen, die müssen gehört werden. Nach der Anhörung zum Verfassungsschutzgesetz haben Sie eine Pressemitteilung herausgegeben, wo Sie gesagt haben, alle Anzuhörenden haben den Entwurf des Verfassungsschutzgesetzes in Bausch und Bogen abgelehnt. In Bausch und Bogen. Aber diejenigen, die dem zugestimmt haben, das waren die Polizeigewerkschaften, das war die DPOLG, das war der Bund der Kriminalbeamten, die haben dieses Gesetz positiv bewertet. Die haben Sie mal gerade vergessen, und die wollen Sie jetzt anhören in diesem Verfahren an Absurdität, liebe Frau Kollegin Faeser, nicht zu überbieten, was Sie hier heute geleistet haben. Weiterhin gelten strenge Kennzeichnungs- und Protokollierungspflichten und Unterrichtungspflichten. Das versetzt die betroffenen Personen in die Lage, die getroffenen Maßnahmen auch im Nachhinein
vom Vergewaltigungsgericht überprüfen zu lassen. Das Gesetz verlangt auch technische Sicherungen. So muss bei der Quellen-TKÜ sichergestellt werden, dass ausschließlich die laufende Kommunikation überwacht und aufgezeichnet wird. Das muss technisch gewährleistet sein. Das ist im Übrigen auch eine Auflage des Bundesverfassungsgerichts im Zusammenhang mit der BKA-Rechtsprechung. Klare Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts ist in diesem Gesetzentwurf enthalten. Ich frage mich, was gibt es daran zu kritisieren, liebe Frau Kollegin Faeser? Bei der Online-Durchsuchung muss als Voraussetzung die Abwehr einer dringenden Gefahr für die beschriebenen Rechtsgüter vorliegen. Damit gehen wir sogar über die Regelung in Rheinland-Pfalz hinaus. Dort fehlt das Merkmal der Dringlichkeit. Was ist daran zu kritisieren, dass wir uns jetzt gemeinsam nach langer Diskussion, intensiver Beratung dazu entschlossen haben, diese Maßnahmen ins Polizeirecht einzuführen? Nichts ist dagegen einzuwenden, und Sie versuchen hier reinen Klamauk zu machen. Das ist der Sache nicht angemessen, liebe Frau Kollegin Faeser. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Maßnahmen sind zweifelsohne schwere Grundrechtseingriffe. Deshalb auch die ausführliche und lange Befassung mit diesem intensiven Thema. Wir haben das sehr intensiv besprochen, und wir haben, glaube ich, damit eine gute Lösung gefunden. Es geht um die Verhinderung noch einmal schwerster Straftaten gegen Leib, Leben und Freiheit, um die Bedrohung unseres Landes und seiner kritischen Infrastruktur. Es geht eben nicht um Massenüberwachung und Ausspähung unbescholtener Bürgerinnen und Bürger. Um das zu verhindern, haben wir buchstäblich alles, was es an gesetzlichen Sicherungsmöglichkeiten gibt, in diesen Entwurf eingebaut. Wer jetzt das Gegenteil behauptet, verunsichert den Menschen in einer Zeit, in der es schon genügend Verunsicherung in diesem Lande gibt. Und das nützt nicht den Demokraten in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht den Demokraten. Ich will auch noch auf die anderen Änderungen des Gesetzes eingehen. Die § 8 und 9 des Verfassungsschutzgesetzes wurden nach der Kritik in der Anhörung bezüglich der Normenklarheit neu gefasst. Das Gleiche gilt auch für die § 11 und 14, wobei auch hier die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz eingearbeitet worden ist. Der Kernbereichsschutz sowie die Schutzgüter der Berufsgeheimnisträger, es war ausdrücklich eine Kritik in der Anhörung, dass die Berufsgeheimnisträger nicht ausreichend geschützt sind. Das machen wir jetzt mit diesem Gesetzentwurf. Ich frage noch einmal, was es daran zu kritisieren gibt, dass wir jetzt einen besseren Schutz für Berufsgeheimnisträger haben. Keinen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es gibt keinen Grund. Bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung, auch ein Kritikpunkt aus dieser Anhörung, haben wir Änderungen vorgenommen. Es gilt nur noch für den begründeten Einzelfall erstmalig bei der Förderung mit Einwilligung der Betroffenen. Die können eine Stellungnahme abgeben, damit es auch nachher noch gerichtlich überprüft werden kann. Das ist eine Stärkung, das ist eine gute Lösung. Die ist eng abgestimmt mit denen, die davon betroffen waren. Von daher glaube ich, dass das, was Sie ja sonst immer von hier vorne fordern, dass man nicht auf das eingeht, was in den Anhörungen vorgetragen wird, was es für Vorschläge in den Anhörungen gibt. Genau das haben wir gemacht. Wir haben mit den Betroffenen geredet, wir haben uns die Vorschläge angeguckt, wir haben diesen Gesetzentwurf nachgebessert. Und ich finde, dieser Gesetzentwurf lässt sich durchaus sehen. Das ist ein guter Gesetzentwurf, und ich verstehe nicht, wie Sie eine solche Rede hier halten können, Frau Kollegin Faeser. Auch die parlamentarische Kontrolle haben wir verbessert. Natürlich haben wir die parlamentarische Kontrolle verbessert. Sie müssen die parlamentarische Kontrolle, die wir jetzt geregelt haben, natürlich mit dem alten Gesetz vergleichen. Und da haben wir natürlich Verbesserungen vorgenommen. Wir haben uns natürlich, was die Besetzung und was die Auswahl der Mitglieder dieser Kontrollkommission angeht, an dem orientiert, was im Deutschen Bundestag geschrieben ist. Das ist wortgleich die Regelung im Deutschen Bundestag, die wir hier in unseren Gesetzentwurf aufgenommen haben. Und da frage ich mich wirklich, was es daran zu kritisieren geht. Im Vergleich zur jetzigen Rechtslage ist die parlamentarische Kontrolle deutlich verstärkt worden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, das muss man nicht kritisieren, auch wenn man in der Opposition ist. Das betrifft übrigens bei der parlamentarischen Kontrolle auch die Unterrichtungspflichten. Das ist auch in der Anhörung vorgetragen worden.
Wir haben jetzt in diesen Gesetzentwurf reingeschrieben, die Landesregierung hat, Zitat, insbesondere wesentliche Änderungen im Lagebild der inneren Sicherheit, behördeninterne Vorgänge mit erheblicher Auswirkung auf die Aufgabenerfüllung und bei Einzelvorkommnissen, die Gegenstand politischer Diskussionen oder öffentlicher Berichterstattung sind, zu berichten. Das ist auch eine Neuerung, die aus dem herausgekommen ist, was in der Anhörung vorgetragen worden ist. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass es keinen aus der Parlamentarischen Kontrollkommission, die Mitglieder sich nicht mit anderen Mitgliedern ihrer Fraktion austauschen können, also mit der Fraktionsspitze zum Beispiel. Das haben wir jetzt im Gesetz normiert, dass man sich mit Kolleginnen und Kollegen der Fraktionsspitze hier mit der parlamentarischen Geschäftsführung austauschen kann. Ich weiß wirklich nicht, was es daran zu kritisieren gibt. Ich glaube, dass wir gute Anregungen aus dieser Anhörung übernommen haben. Sie sehen also, Herr Kollege Schaus, wir haben ein Verfassungsschutzgesetz vorgelegt, das eine gute Grundlage für die Arbeit der Sicherheitsbehörden ist. Wir haben die parlamentarische Kontrolle im Vergleich zum jetzigen Gesetz verbessert. Da kann ich mir persönlich auch mehr vorstellen, ist überhaupt keine Frage. Aber bei komplexen Gesetzgebungsverfahren sind auch Kompromisse gefragt. Ich glaube, wir haben hier als Koalitionsfraktionen gute Kompromisse gefunden, und diese Kompromisse sind in einem guten und tragfähigen Gesetzentwurf geendet. Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Danke, Herr Frömmrich. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Faeser, SPD, gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Frömmrich, ich habe mich deshalb gemeldet, weil Sie immer wieder sagen, dass Sie die parlamentarische Kontrolle ähnlich wie im Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes geregelt haben. Da will ich doch noch einmal darauf hinweisen, dass das so nicht stimmt. Ja, sie ist, kann man auch sagen, Herr Kollege Rudolph, es ist schlicht falsch. Sie haben nämlich nicht geregelt, wie die Zusammensetzung des Gremiums ist. Sie wollen das allein mit Mehrheit des Parlaments bestimmen. Sie haben keinerlei Rechte für Minderheiten in der parlamentarischen Kontrolle geregelt. Das ist aus unserer Sicht schon demokratisch schwierig. Deswegen haben wir auch mit unserem Änderungsantrag darauf verwiesen, dass man zumindest die Oppositionsrechte verankern muss, Herr Kollege Bellino, und dann kann man auch sich gemeinsam darauf einigen, wie man Rechtspopulisten da raushalten kann. Wissen Sie, Herr Kollege Bauer, fragen Sie einmal Ihre CDU-Kollegen im Deutschen Bundestag, warum die zugelassen haben, dass die Linkspartei im PKGR eher auf der Bundesebene mit drin sitzt, wo es sehr viele geheimhaltungsbedürftige Sachverhalte gibt. Aber ich will noch einmal auf die Unterschiede zum PKGR-Gesetz hinweisen, Herr Kollege Frömmrich, was eben nicht ist. Das jederzeit Zutrittsrecht zu den Dienststellen der Verfassungsbehörden fehlt in Ihrem Gesetzentwurf. Dann fehlt weiterhin die Eingabenregelung, die wir ausdrücklich mit beantragt haben, nämlich eine Whistleblower-Regelung, dass man sich jederzeit auch an das parlamentarische Gremium wenden kann. Nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sollen das machen können. Das ist eine ganz wichtige Regel, diese Whistleblower-Regelung. Die nehmen Sie leider nicht vor. Dann haben wir weiterhin keinerlei öffentliche Beratungsmöglichkeiten. Das haben wir auch beantragt. Im Deutschen Bundestag ist einmal im Jahr eine öffentliche Anhörung mit den Präsidentinnen und Präsidenten. Also, Sie sehen, es gibt eine Menge Regelungen im PKGR-Gesetz, die Sie nicht übernommen haben. Also erzählen Sie nicht immer, dass das eins zu eins das wäre, was dort geregelt ist. Danke, Frau Faeser. Herr Frömmrich, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Wir lesen das nachher im Protokoll nach, Frau Kollegin Faeser, wer hier die Unwahrheit gesagt hat. Das will ich Ihnen nur einmal sagen. Ich habe von hier vorne gesagt, dass die Wahl und die Zusammensetzung des Kontrollgremiums regelungsgleich des Deutschen Bundestages ist. Jetzt lese ich Ihnen den § 1 vor, weil vertiefte Sachkenntnis die muntere Debatte verhindert. Erstens. Punkt 2. Der Landtag, das ist unser Entwurf. Der Landtag wählt zu Beginn seiner Wahlperiode die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission aus seiner Mitte. PKGR-Gesetz.
Der Deutsche Bundestag wählt zu Beginn jeder Wahlperiode die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission aus seiner Mitte. Bei uns der dritte Punkt 3. Er bestimmt die Zahl der Mitglieder, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Parlamentarischen Kontrollkommission. Jetzt die Regelung aus dem PKGR. Er bestimmt die Zahl der Mitglieder, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Parlamentarischen Kontrollkommission. Nummer 4. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags auf sich vereinigen kann. Die Regelung der PKGR. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages auf sich vereinigen kann. Ich möchte einmal wissen von Ihnen, dass Sie mir hier sagen, ich würde die Unwahrheit sagen, ist schlichtweg eine Unverschämtheit. Danke, Herr Frömmrich. Für die Fraktion der LINKEN erteile ich Herrn Schaus das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erinnere Sie daran, ich habe Herrn Schaus das Wort erteilt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, obwohl ich dem Landtag und dem Innenausschuss seit über 10 Jahren angehöre und Innenpolitik und Geheimdienst seit vielen Jahren Skandale produzieren, habe ich ein so elendes Trauerspiel wie um dieses Gesetz noch nicht erlebt. Wir haben eine Anhörung, in der Schwarz-Grün etwa 30 Sachverständige ins Stammbuch geschrieben haben, ihre Vorlage ist verfassungswidrig, bürgerfeindlich und kaum zu verstehen. Es wurden die notwendigen Konsequenzen aus dem NSU-Komplex und Geheimdienstskandalen nicht gezogen. Die parlamentarische Kontrolle bleibt weit hinter anderen Ländern und sogar hinter den Vorschlägen ihrer eigenen Regierungskommission zurück. Datenschützer, aber auch Unternehmer und IT-Spezialisten wenden sich mit aller Entschiedenheit gegen die Ausspähung der Bürgerinnen und Bürger mit sogenannten Staatstrojanern und umfassender Telekommunikationsüberwachung und Demokratieprojekte wehren sich gegen eine generelle Überwachungspraxis. Die Presse schrieb nach der Anhörung völlig zu Recht: totaler Murks, Affront und völliger Verriss. Was Sie mit Ihren Gesetzentwürfen hier machen, ist zutiefst bürgerfeindlich und antiparlamentarisch. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Gerade die GRÜNEN haben einen bewussten Teil ihrer eigenen Anhänger nachhaltig mit diesem Gesetzentwurf verprellt. Ein Treppenwitz der Geschichte. Auch wenn Sie jetzt einen 35-seitigen umfassenden Änderungsantrag vorlegen, bleibt nur eine Verschlimmbesserung aus unserer Sicht übrig. Noch 2013 haben die GRÜNEN eine Broschüre herausgegeben, die heißt Nein zu Staatstrojaner. Und Herr Frömmrich, egal, ob man nur bei der Polizei oder auch beim Geheimdienst den Staatstrojaner einsetzt, Nein heißt Nein. Und das haben Sie gebrochen. Mit diesem Gesetz begehen die GRÜNEN einen Kniefall vor dem Überwachungsstaat, den Sie 2013 in der Opposition doch noch so vehement abgelehnt haben. Die schwarz-grüne Landesregierung ist für diesen Gesetzentwurf zu Recht, Herr Klee, mit dem Big Brother Award ausgezeichnet worden. Das ist der renommierte Negativpreis für bürgerfeindliche Überwachungspolitik. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Herzlichen Glückwunsch. Kein anderes Bundesland hat diesen Preis im Übrigen schon so oft gekriegt wie Hessen. Und die GRÜNEN bräuchten eigentlich eine eigene Kategorie darin, nämlich die der größten Umfaller in der Geschichte. Und jetzt, mit Ihrem Änderungsantrag, wird es noch schlimmer. Zur Erinnerung. Nach der vernichtenden Kritik in der Anhörung ist 3 Monate nichts passiert.
Man wollte den Grünen Parteitag erst hinter sich bringen, denn die grüne Parteibasis hat ja bekanntlich im letzten Jahr ganz explizit sich gegen dieses Gesetzespaket ausgesprochen. Dann suchte sich Schwarz-Grün, Frau Faeser hat schon darauf hingewiesen, ausgerechnet den Freitagnachmittag für die Bekanntgabe ihres Änderungsantrags aus, an dem in Korbach der Hessentag eröffnet wurde. Klar, niemand ist noch im Landtag oder in den Redaktionen an so einem Freitagnachmittag. Aber was Wunder, zu Ihrer Pressemitteilung, wo Sie umfangreiche Änderungen ankündigen, gab es ja noch gar keinen entsprechenden Antrag zu diesem Zeitpunkt, sondern der kam erst einen Tag vor der Innenausschusssitzung mit über 50 Seiten. Ursprünglich ging es in Ihrem miserablen Gesetzespaket um 70 Seiten für drei Gesetze. Aber jetzt sind es noch einmal knapp 50 Seiten, wo nach der Anhörung an insgesamt 5 Gesetze Hand angelegt wird. Das heißt, Sie ändern jetzt sogar an 2 weiteren Gesetzen einiges, wozu Sie bisher nicht einmal eine Anhörung durchgeführt haben. Und weil das alles ohnehin schon so verschwurbelt war, dass selbst Fachleute kaum noch durchblickten, ist das Chaos nun perfekt. Ich sage Ihnen aber, dieses Chaos ist gewollt und hat Methode. Denn Sie ändern jetzt nicht nur die Gesetze für den Geheimdienst, die Polizei und die Besoldung, sondern auch, ganz so nebenbei, das G10-Gesetz, ohne dass es darüber jemals eine Diskussion oder Anhörung gegeben hat. Das machen Sie also einfach so, mir nichts, dir nichts, im Nachgang. Das G10-Gesetz, das muss man wissen, ist das bürgerfeindlichste Überwachungsgesetz. Es greift zutiefst und nicht öffentlich kontrollierbar in Bürger- und Freiheitsrechte ein. Ich zitiere aus dem Änderungsantrag Seite 28, Artikel 4, Einschränkung von Grundrechten. Die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit der Person, auf das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, auf die Freizügigkeit sowie auf die Unverletzlichkeit der Wohnung werden durch Artikel 3 dieses Gesetzes eingeschränkt. Eingeschränkt. Alles, wie gesagt, macht Schwarz-Grün im Nachgang, um eine öffentliche Anhörung und öffentliche Diskussion bewusst zu vermeiden. Bewusst zu vermeiden. Sie schränken hier die Bürgerrechte mit einer Rasenmähermethode ein. Sie kriegen von Sachverständigen bis zu NSU-Opferanwälten herbe Kritik und machen dennoch unbeeindruckt einfach weiter. Sie lassen mal schnell in nicht öffentlicher Sitzung darüber abstimmen und lehnen mit ihrer Mehrheit im Innenausschuss alle Anträge zu einer weiteren öffentlichen Anhörung ihres Änderungsantrags ab. Frau Faeser hat darauf hingewiesen. So viel Demokratiefeindlichkeit hätte ich vor wenigen Monaten selbst den GRÜNEN noch nicht einmal zugetraut. Es ist schon ein Jammer, meine Damen und Herren, dass der CDU Bürger- und Freiheitsrechte nichts gelten. Aber die GRÜNEN sind ein Treppenwitz der Geschichte, gestartet als basisdemokratische Friedenspartei, gelandet als neoliberale Abnicktruppe. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die Ministersessel sind das alles wert. Bevor Sie mir jetzt in der Ihnen eigenen Regierungsarroganz sagen, da müssten wir über 45 Seiten Änderungen halt einfach mal lesen, das habe ich gemacht. Wir haben auch die 70 Seiten davor zur Genüge auseinandergenommen, das darf ich Ihnen sagen. Ich greife jetzt mal einige Punkte aus Ihrem Änderungsantrag auf. Einen hatte ich eben schon mit dem G10-Gesetz angesprochen. Schauen wir also einmal in den § 8 Verfassungsschutzgesetz. Dort steht, dass beim Einsatz technischer Mittel der Wohnraumüberwachung, also ich sage mal dem Eindringen und Abhorchen oder Abhören in Wohnungen, zunächst eine richterliche Anordnung notwendig ist. Zunächst. Herr Frömmrich hat ja in heftigen Worten immer wieder, und das tut ja die grüne Fraktion sowieso gebetsmühlenartig gesagt, sozusagen, dass hier ein doppelter richterlicher Vorbehalt notwendig wäre. Aber schauen wir einmal in den Text rein. Aber da geht es eben
Aber es geht eben bei Gefahr im Verzug, und das steht ja auch im § 8 Absatz 1 drin, auch ohne Richter. Und der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, man höre und staune, kann dies sogar Monat für Monat verlängern. So ist das bei allen Regelungen, Herr Frömmrich, hier. Ausnahmen von der Regel in Hülle und Fülle. Ausnahmen von der Regel in Hülle und Fülle. Soll ich Sie noch einmal vorlesen? Ja? Ja, ich lese es Ihnen vor. Ja? Bei Gefahr im Verzug kann die Behördenleitung oder ihre Vertretung die Anordnung treffen, eine richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Nachzuholen. So. Verfassungsschutzgesetz, § 8 Verfassungsschutzgesetz. So. Gucken Sie mal nach auf Seite 6. Ja? Das ist doch der Punkt. So. Wir alle kennen doch diese Praxis. Der Geheimdienst macht die Ausnahmen zur Regel. Ich sage nur 120 Jahre Geheimhaltung, obwohl es nur 30 Jahre in allen anderen Verfassungsschutzbehörden sind. Auch das war eine interne Ausnahmeregel des Verfassungsschutzpräsidenten, die plötzlich für alle und alles galt. In Artikel 8 Absatz 4 geht es darum, wie den Menschen im Nachhinein erfahren, dass sie komplett überwacht wurden. Eigentlich, so steht es da, sollen sie unterrichtet werden. Es sei denn, und dann geht es weiter los, ich zitiere, die Mitteilung unterbleibt, solange eine Gefährdung des Zweckes der Beschränkung nicht ausgeschlossen werden oder solange der Eintritt übergreifender Nachteile für das Wohl des Bundes oder des Landes absehbar ist. Was soll denn das? Sie müssen dringend zum Schluss kommen. Was soll denn das heißen, Herr Frömmrich? Was soll denn das heißen? Eine Gefährdung des Zwecks der Beschränkung nicht ausgeschlossen. Und so geht es weiter in diesem Gesetz. Das ist unglaublich, unerhört und nicht zustimmungsfähig.